Hallo, mein Name ist René Wolgast. Ich bin Franchise-Nehmer bei Mailboxes etc. seit 2010 und zufrieden mit dem, was ich tue. Bevor ich zur MBE gekommen bin, habe ich viele Jahre als Journalist gearbeitet für Zeitungen, für Rundfunk und für Fernsehen und bin 2014 aber aus dem Medienzirkus ausgestiegen und habe mich da entschieden, etwas ganz anderes zu machen. Mein Name ist Theo Heckes, ich bin 61 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und bin seit dem 1. Januar 2015 jetzt Mitunternehmer bei MBE Berlin Adlershof. Die besonderen Vorteile, die ich am Franchising mit MBE gesehen habe, war, dass es einmal ein seit vielen Jahren bestehendes Geschäftssystem ist und wir trotzdem aber noch viele eigene unternehmerische Freiheiten haben, um vieles noch selbst gestalten zu können. Ja, Franchising mit MBE gibt mir die Möglichkeit, unter einer starken Marke zu arbeiten, zu wirtschaften, zu wachsen, ohne mich mit allen Themen alleine zu beschäftigen, mich mit dem Wachstum alleine zu befassen, Dinge alleine zu entwickeln. Viele, viele Leute, die gleichgesinnt sind, die einem Energie geben, die sich gegenseitig unterstützen. Daher Franchising für mich die optimale Wahl, selbstständig zu sein. Die größten Herausforderungen am Anfang als neuer Franchise-Partner waren, neue Kunden zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen, Umsatz zu generieren und viel, viel Vertrieb zu machen, um eben diese Erfolge zu erreichen. Und dabei hat mich MBE massiv unterstützt mit Marketingmaterialien, mit Ideen, mit Training on the Job, mit Verkaufsaktivitäten, die wir gemeinsam geplant und durchgeführt haben. Als jemand, der keine Verkaufserfahrung im Vorfeld hatte, war ich sehr dankbar darüber und sehr froh, MBE an meiner Seite zu haben. Es gibt den Bereich Grafik und Druck, das machen viele Kollegen in Deutschland. Hier bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns sehr speziell auf den Bereich Logistik, Versand, Verpackung, Warehousing, Fulfillment spezialisiert haben und hier auch nochmal besonders weiterentwickelt haben, zum Beispiel mit dem Thema Zollservice. Wir sind also auch MBE-Kompetenzcenter für das Thema Zoll, erstellen also Ausfuhrerklärungen für viele Kollegen in Deutschland und haben gesehen, dass das unseren Kunden eben auch einen sehr entscheidenden Mehrwert bietet, gerade bei dem internationalen Versand. Ein zweiter Schwerpunkt ist das Thema Gefahrgut. Viele unserer Mitarbeiter haben entsprechende Schulungen und Seminare absolviert und dürfen jetzt tatsächlich auch Gefahrgut für alle sogenannten Verkehrsträger, Straße, Seefracht, Luftfracht vorbereiten, erstellen und die Dokumente erstellen. Und auch mit diesem Service helfen wir dem gesamten MBE-Netzwerk in Deutschland weiter. Was das Thema Zukunft von MBE angeht, glaube ich, sind MBE und auch wir gut gerüstet. MBE hat gerade in den letzten Jahren neue digitale Tools an den Start gebracht. Als ein Beispiel für die Nutzung der neuen digitalen Tools kann man MBE Lab nennen. Wir nutzen dieses Tool auch für unser Warehouse. Wir haben hier hinter unserem Center noch ein größeres Lager mit etwa 100 bis 200 Palettenstellplätzen und nutzen Lab, um dieses Warehouse zu managen, Waren-Ein- und Ausgänge zu dokumentieren und auch mit den Kunden zu kommunizieren. Das ist sehr praktisch und das wird auch in der Zukunft sicherlich ein wichtiger Baustein unseres Geschäftsmodells sein. Ja, heute betreibe ich mit meinem Freund Theo zusammen ein Center mit mittlerweile 7 Angestellten. Wir sind eins der größeren Center hier in Berlin und ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir genommen haben. Es war ein langer Weg. Wir haben viele Kunden noch vom Start, vom Anfang, die uns treu geblieben sind, was eigentlich auch aus meiner Sicht für uns und unsere Qualität spricht und für das System. Wir wollen weiter wachsen. Wir haben ein zweites Center dazu genommen. Wir glauben an das Business. Es macht uns Spaß, jeden Tag neue Herausforderungen zu bewältigen. Und wir gucken weiter nach internationalem Versand. Das ist das, was unser Steckenpferd ist. Wir bauen mit neuen Geschäftsideen an neuen Dingen, entwickeln uns jeden Tag weiter und es wird nie langweilig. Wir haben viel Spaß bei der Arbeit und freuen uns jeden Tag mit MBE zusammen den Weg gemeinsam zu gehen.